Leider etwas verspätet, aber besser als nie, gibt es jetzt hier meine Top-Kino-Starts im Dezember 2014 und somit auch der letzte Monat dieses Jahres leider. Ja, am Ende dieses Jahres kommt auf jeden Fall noch mein Top 10 oder so Filme dieses Jahres. Und ja, fangen wir heute erstmal an. Leider schon etwas verspätet, der erste Kinostart und sagt, war nämlich schon gestern. Und zwar der 4.12. Aber ich glaube, die meisten gehen eh erst heute oder am Wochenende ins Kino, deswegen passt das noch einigermaßen. Und zwar startete gestern drei interessante Filme. Und zwar der erste Paddington. Ein Familienweihnachtsfilm. Also es wird ein Bär, also ein Paddington, ein Bär gefunden, der Paddington heißt, auf dem Bahnhof gefunden, der dann in der Familie kommt und einfach die Familie, manchmal den Vater verrückt macht. Und ja, auf jeden Fall schöne Familienfilm mit Elias Mbarek als Stimme und ja, auf jeden Fall interessant. An zweiter Stelle habe ich Magic in the Moonlight, den neuen Film mit Woody Allen, typische Liebeskomödie, kein Plan. Das gleiche geht auch für Alles ist Liebe. Deutscher Film, soviel ich weiß. Ja. Ich rede auch nicht so viel zu den Filmen, weil die meisten Filme interessieren mich wirklich nicht oder kenne ich kaum. Deswegen, ja. Und außerdem habe ich kaum Zeit. Deswegen komme ich schon zu dem nächsten Mittwoch. Einen Tag vorgeschoben wurde der Release. Und zwar statt Donnerstag kommt Mittwoch. Der Hobbit, die Schlacht der fünf Heere, ja, viele, viele Fans freuen sich wahrscheinlich auf den letzten Teil, haben auch schon Kritiken gehört, die klingen recht positiv. Ich bin leider kein Hobbit-Fan, werde mir wahrscheinlich, aber wenn der dritte auf Blu-ray rauskommt, alle drei als Trilogie kaufen. Das ist der letzte Teil eben. Hobbit-Fans kennen sich gerade besser aus, deswegen sage ich am besten nichts. Auf jeden Fall kommt am 10.12. endlich der letzte Hobbit-Teil in den deutschen Kinos. Percy Jackson hier wieder als Regisseur. Gut. Dann haben wir den echten Donnerstag, den 11.12. Und zwar habe ich hier drei Filme für euch wieder. Es sind nicht so viele Filme diesen Monat, also könnt euch euer Geld auf jeden Fall sparen für Weihnachtsgeschenke. So viel Interessantes ist gar nicht dabei. 11.12. habe ich an erster Stelle Zeitgeist. Ein Film über quasi die Internetgeneration. Also es werden, glaube ich, mehrere Geschichten erzählt. Und der eine tut das und die Gefahren und alles Mögliche wird dort erläutert, so viel ich verstanden habe. Auf jeden Fall klingt sehr interessant. Meine Nummer 1 an dem 11. Dezember. Ja, dann habe ich hier an zweiter Stelle Winterschlaf, ein Drama, der 200, fast 200 Minuten geht, also nicht kurz. Und da geht es um eine Hotelbesitzerin und da leben einige. Als der erste Schnee ihm ankam, merken die manche, also dass sie voll einsam sind und auf jeden Fall sehr dramatisch. Meine Nummer 2. An dritter Stelle habe ich für euch Blue Win. Ja, da geht es um einen Typ, der bricht immer in Häuser ein, wenn die Leute in Urlaub sind und so alles und kriegt dann auch immer einen Ärger. Auf jeden Fall klingt komisch, aber trotzdem meine Nummer 3 hat den 11. dürfen. Ja, dann eine Woche später kommen schon mehrere interessantere Filme in den deutschen Kinos und zwar starten wir gleich mit der Nummer 1. Ja, Jennifer Lawrence, sie macht in letzter Zeit richtig viele Filme irgendwie. Wir haben sie in X-Men gesehen, neulich in Tribut von Panem und am 18. startet ein weiterer Film mit Bradley Cooper an ihrer Seite, das heißt Serena. Das frisch verheiratete Ehepaar George und Bamberson reisen eben im Jahr 1992 von Boston nach North Carolina, um ins florierte Holzgeschäft einzusteigen. Die beiden erweisen sich als überaus erfolgreich. Doch als eben eines Tages Serena, ich habe sie vorhin ganz anders genannt, auf jeden Fall der Serena, nicht Pemberton, der Pemberton war der Nachname, keine Kinder kriegen kann, also das ist erfährt, steigt hier eben die Eifersucht zu dem Sohn aus der unehelichen Ehe von Bradley Cooper. Auf jeden Fall könnte interessant werden. Ich bin da echt skeptisch. Auf jeden Fall meine Nummer 1. Dann habe ich an zweiter Stelle The Homesman. Der neue Film von und mit Tommy Lee Jones. An dritter Stelle habe ich hier Nachts im Museum 3. Ja, der dritte Teil mit
Robin Williams noch, glaube ich, wo das Museum wieder lebend wird. Und an dritter Stelle habe ich Die Wolken von Sils Maria. Da geht es um eine Frau, die ein Höhepunkt ihrer Karriere ist und dann einen Film dreht und der Regisseur besteht darauf. Und dann gehen sie einmal in die Alpenregion Sils Maria. Und ja, bin wirklich skeptisch. Also diesen Monat ist echt schwer, da was Gutes herausfinden. Da kommen wir auch gleich zum letzten, das war der 15.12.15. Da startet ein großer Film mit Christian Bale. Den kennen wir ja ganz gut aus. The Dark Knight, The Dark Knight Trilogie, Fighter und er sollte auch Job spielen. Irgendwie dann doch nicht, kann man warum. Wäre einfach cool gewesen. Und da ist es Exodus. Da wachsen zwei Leute auf, die keine Blutsverwandtschaft sind und so. Also der eine steigt eben zur Pharao auf, der andere, Moses, das Kind, was im Fluss gefunden wurde, Moses gespielt von Christian Bale, das hat eben nicht wirklich gute Chancen und ist eben auch wirklich kein Herkunft der Ägypter eigentlich. Und ja, eines Tages kommt es zu Unterdrückungen, Exklaven und alles, und da hat Rames vor, die Streitkräfte seinen Willen als einzusetzen. Ja, interessant mit Christian Bale, ja, ein guter Schauspieler ist, also ja. Und dann haben wir noch, das ist die Entdeckung der Unendlichkeit. Ein Biopic quasi von Stephen Hawkins, wo es die Geschichten vor seiner Krankheit quasi schildert, was er getan hat. Und ja, auf jeden Fall ziemlich interessant, auch glaube sehr dramatisch. Also es zeigt seine Studiumszeit in den 1960er Jahren am Cambridge University und auf jeden Fall sehr interessant. Und das war es nämlich auch schon leider. Wie gesagt, diesen Monat finde ich wirklich nicht viel Interessantes. Was ich mir anschauen würde, wäre Paddington, Hobbit. Ich bin kein Fan von, aber ja, wahrscheinlich schon. Exodus und Serena. Mehr würde ich auch nicht anschauen. Höchstens vielleicht noch Zeitgeister. Ja. Gut, dann war es auch schon. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben könnt. Wenn nicht, dann lasst es eben. Ansonsten sehen wir uns natürlich beim nächsten Mal wieder. Und jetzt könnt ihr hier oben links noch zu meinem letzten Video kommen, nämlich James Bond. Wurde angekündigt, auf jeden Fall dieses Teil. Der heißt Spectre. Das ist, glaube ich, schon einigermaßen klar. Also die ganze Welt weiß es, glaube ich, nicht. Dann kommt ihr oben rechts zu meiner Kritik zu Die Tribute von Panem, Mockingjay, Part 1. Und links, glaube ich, immer zu meiner Kritik zu Interstellar. Auf jeden Fall, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, schaut ihn auf jeden Fall an, wenn er noch läuft. Ja. Und unten rechts findet ihr... sorry. Unten rechts findet ihr, gerade eben ist mit dem Rechts, das war nicht ernst gemeint, sorry. Unten rechts findet ihr mein Unboxing zu The Edge of Tomorrow. Auf jeden Fall, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ich muss jetzt noch einiges für Schule tun und so weiter. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.